So, hallo und alle zur nächsten Folge von Blightfall mit dem Skate. Hallöchen. Und Hallo. ja, wir haben so ein bisschen umgehört, oder Skate hat sich vermehrt umgehört und hat noch ein paar Dinge rausgefunden. Ich lese immer die Kommentare unter beiden Folgen und da waren wieder spannende Dinge dabei, die ich tatsächlich auch mal ein bisschen ausprobiert habe. Es ist nämlich so, dass wir diese Crafting-Rezepte für Kappa und Alien Metal Tech, also dieses Prometheum oder wie das heißt, das können wir Vanilla craften. Da brauchen wir unsere Smeltery nicht dafür. Das heißt, wir können jetzt die zwei Quests machen und so schon mal ein bisschen weitergehen. Und dann werden wir wahrscheinlich eh scouten gehen, oder? Mhm, können wir machen. Ich habe mal gerade nochmal dim, kurz, dass wir Copper gesammelt haben, den Reward Gold, weil den haben wir auch nicht gehabt. Oh, das ist gut. Also wir müssen auf jeden Fall 3 Copper klein machen, auch wenn es so ein seltenes Material ist. Da kommen wir wohl leider einfach nicht drum rum. Genau. Doof gelaufen. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch Infusolium-Ohr. Vielleicht können wir damit. Also es ist nämlich so ein kleines Problem, das wir jetzt noch haben. Wir können jetzt zwar die Quests machen, aber diese, ich kann es ja mal ganz kurz hier zeigen. Craftest du währenddessen? Warte, ich mache gerade nichts. Was soll ich? Craftest du währenddessen, während ich das erzähle? Nee, ich mache gerade nichts. Achso, okay. Oder okay, so. Gut. Ich erzähle schnell fertig. Es steht nämlich dabei bei diesen Tools, dass man mit ihnen nichts abbauen kann. Die sind einfach nur für die Quests da. Das heißt, wir brauchen nach wie vor unsere Smeltery. Und dafür brauchen wir entweder Gold oder Aluminium. Und das sind beides Hard Metal, die wir also wiederum nicht abbauen können. Mhm. Endlosschleife. Oh, ich habe noch einen Eisenblock, guck mal. Aber diese Copper Pickaxe, die hier in dem Questding drin ist, sieht aber auch ein bisschen anders aus. Sieht wirklich aus wie eine wie eine Tinkers Construct Copper Pickaxe, ne? Das sieht nicht aus wie eine normale. Echt? Einfach weil da oben noch, guck mal, über der Spitzhacke noch so ein bisschen der Böbel rausguckt und die Spitzhacke. Nee, oder? Weil die Spitzhacke im Questbuch, die hat ja einen braunen Stab. Unten wieder allerdings ein Copper-Stück am Handende und allerdings oben über der Spitze hinaus guckt wieder ein Holzstück raus. Das sieht nicht aus wie eine ganz normale Copper-Spitzhacke. Aber wenn du dir links den Text anguckst, dann steht da, dass du sie auf jeden Fall auch Vanilla craften kannst. Okay. Weil dieses Verbot nur auf Gold, Iron, Stone, Wood und Diamond Tools zutrifft. Oder man macht sie halt eine Smeltery, aber dafür müssten wir Hard Metal abbauen können. Und das ist irgendwie. Also, den Teil habe ich noch nicht verstanden, aber wir haben immerhin inzwischen Eisen, das ist ja schon mal was. Ja, ne, wir müssen halt diese Casting-Form irgendwie hinkriegen. Eventuell gibt es hier noch mal kurz. Casting. Infusolium. Gibt zwei Blank-Cast-Versionen. Einerseits halt, ja, da und andererseits aus Gold. Aluminium Brass. Aluminium. Haben wir halt noch nicht gekriegt, ne? Das ist halt Aluminiumerz. Ja, richtig. Und das ist Hard Metal. Ich habe extra im Singleplayer nachgeguckt. Na fuck. Ja, sind wir wieder im Kreis, ne? Weißt du was, lass mal ein paar Scout-Missionen so machen, dass wir loslegen können und noch ein paar Punkte sammeln. Lass erstmal auf jeden Fall die zwei Spitzhacken herstellen. Achso, ja. Dann können wir wieder einschmelzen. Also ich habe jetzt hier mal 3 Prometheum rausgehauen. Ich hau die mal ganz normal in den Ofen. Weil, oder wir können es, haben wir dafür schon genug, dass wir einen kompletten Block draus machen können? Dann hätten wir es immerhin das ein bisschen besser genutzt. Ja, wir brauchen halt mindestens 5 Stück, weil 9. Wir haben 7. Das heißt, wir könnten das theoretisch in die Smeltery reinhauen und so das wenigstens ein bisschen vervielfältigen. Ja, dann hau rein. Ja, ich warte noch kurz, bis das Eisen draußen ist. Nicht, dass es irgendeine komische Kurzschlussreaktion gibt. Naja, das Eisen geht nicht komplett raus, bleiben noch 2 übrig. Aber wir können ja dann austauschen, indem wir einfach draufklicken. Das, was unten ist, wird dann rausgegossen. Ja, aber ich hoffe einfach, dass es kein Material gibt, das sich aus Prometheum und Eisen bildet. Sonst haben wir, ich mache mal nur 1 rein, um zu gucken, was funktioniert. Solange können wir, weil Kappe haben wir nicht genug. Das müssen wir normal einschmelzen. Da verlieren wir halt. Und das verlieren wir echt nicht wenig, wenn man so drüber nachdenkt. Apropos, wo ist eigentlich das Kappa? Das müsste irgendwo hier in der Kiste drin sein. Unten rechts. Ich sehe es gerade. Ach, da. Boah, das ist so selten, ne? Das ist so selten wie Diamant. Ja. Hätten wir noch ein weiteres Kappa-Erz, dann könnten wir das in der Schmelz vervielfältigen. Lass mal erst die Alien-Tech-Dinger machen und erst danach die aus Kappa, irgendwann in der späteren Folge. Mir ist es echt zu schade, um das jetzt vanillamäßig einzuschmelzen, ne? Ganz kurz, Alien-Tech. Ach, da, genau, ja. Ja. Das war die Prometheum. Ja, okay. Ja, lass erstmal nur die machen. Dann wissen wir schon mal, dass es funktioniert. Das Kappa ist halt echt so scheiße selten. Das würde ich ungern verschwenden. Sollen wir mal so lange kurz rausgehen und ein paar Schweine töten für Essen? Ja, wenn wir es machbar machen können. Ich meine, Schweine bist du ja der Meister. Ja. Natzen mich weg. Ich habe immer noch keine Rüstung. Warte mal.
sollen wir uns einfach mal Eisenrüstung machen. Ich meine, Eisen haben wir wirklich genug. Ja, komm, ja, genau. Das ist eine echt gute Idee. Weißt du, das ist irgendwie so, oder zumindest Teile aus Eisen. Ich habe 9 im Inventar und hier drin sind nochmal 9 und hier sind nochmal 21. Ich habe 39 Eisen. Ja, bitte 23 schön. Oder so brauchen wir für Rüstung. Ja, also ich mache mir auf jeden Fall mal eine Brustplatte aus Eisen. Ein Crafting-Rezept, was funktioniert. Das ist schon mal wunderbar. Und ich glaube, ich mache mir noch eine Hose. Den Rest lasse ich aus der Wood Armor. Das dürfte nicht allzu viel Unterschied machen. Aber dann haben wir schon mal ein bisschen einen Anfang. Ich möchte jetzt auch nicht alles Eisen verschwenden. Du machst dir halt einfach Full Iron, alles klar. Was denn? Nein, Schuhe fehlen noch. Ach so. Ich habe keine Schuhe. Na gut, dann mache ich mir. Nee, ich möchte nicht alles Eisen verschwenden. Wir brauchen am Schluss noch schnell für irgendwas Eisen. Ich habe gedacht, du hast mir das gegeben, weil du gesagt hast, hier, mach dir was draus. Ja, gut, ist egal. Also, es macht keine komische Kurzschlussreaktion, das heißt, wir können hier auffüllen. Das okay. Ist das, was ich rausfinden wollte. Muss nur mal schnell mein Schwert reparieren. So, jetzt bin ich bereit. Okay, dann packe ich mal schnell den Kram hier weg und wir können schnell ein paar Schweine töten, während das hier vor sich hin köchelt. Und sobald das dann soweit ist, können wir uns eigentlich auf den Weg machen. Und ich habe was Cooles auf der Karte entdeckt im Singleplayer, vielleicht da. Cooles? Ja. Was mir echt gut gefallen hat. Ja, weißt du, es reicht dir nicht, dass du schon mal gestorben bist. Du rennst halt einfach schon mal raus. Kann man ja, schon ich will dir nur ganz neu nochmal die Pflanzen setzen. Also so, jemand hat gemeint, hier oben wird es halt nicht mehr zurückgehen, aber unterirdisch, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das schon der Taint wiederum die bereits erkundete Fläche wieder kaputt macht. Wollen wir das Schwein hier herlocken? Können wir gerne tun. Oder hier, sind ganz, ganz viele Schweine. Komm schon, guck mich an. Ja, es kommt. Ich helfe dir gleich mal dabei. Greifen das zu zweit an, sodass es keine Chance hat, dich zu kriegen. Ja, es hat mir nur ein halbes Herz Schaden gemacht. Und es droppt gar nichts. Ja gut, man hat auch manchmal Pech. Ein halbes Herz Schaden, das ist ja quasi nix. Also hinten sind noch mehr. Warte, ich lock mal irgendwie das hier zu mir. Okay, es kommt. Genau. Skate das ist der sogar Schweinehirt. Ja, ich bin der Schweinetanker. Komm schon. Ja, das macht keinen Schaden mehr. Halbes Herz nur. Das kannst du abgeben. Lass es dich nicht vergiften. Xenobiologist oder wo das war? Ja. Wenn du jetzt ein Bit. Okay, habe ich gemacht. Das 3. Hier kann ich, glaube ich, auch abgeben. Brauchen wir. Ah, es hat nichts gedroppt. Bisschen doof, dass die nichts droppen. Bin ich jetzt eigentlich von ausgegangen. Ja, anscheinend sind die halt zu verseuchten, was zu droppen. Und wenn, dann kann man das eh nicht essen, weil die halt verseucht sind. Ich töte mal noch eins im Alleingang, um mal zu gucken, okay, 2. Oh, jetzt kommt's, jetzt kommt der Beweis, ob ich, 3. Skate gegen 3 Schweine. Skate und Spark gegen 3 Schweine. Aua. Ich komme von der Seite. Alter. Wir machen halt echt irgendwie keinen Schaden gefühlt, ne? Aber ich habe jetzt trotzdem nur 2,5 Herzen Schaden genommen, also wir können uns inzwischen schon mit denen anlegen, habe ich das Gefühl. Ja. Im Prinzip schon, aber jetzt hat halt wieder nichts gebracht. Das bringt halt nichts. Ja gut, komm, lassen wir die Spitzhacke machen und dann los scouten. Genau. Sonst verhungern wir demnächst hier noch. Wir brauchen irgendwas Neues. Oh, guck mal. Gleich weiterverarbeiten. Letzten Folge habt ihr ja so gemeint oder irgendwann, ihr gebt dem Skate ja gar nichts ab, als ich hier die Fische so gemacht habe. Der Skate hat mehr Essen als ich. Ich kümmere mich da weniger drum. Manchmal habe ich das, ja. Okay, ich bin nur der wegen Essen stirbt. Was müssen wir machen? Wir müssen es umdrehen, damit es, ne? Warte kurz. So, oder? Genau. So muss es aussehen. Aufklicken. Das heißt, und erstmal warten. Wir haben keine Lava mehr. Ja. Wieder kurz vor Ende. Willst du dich kurz drum kümmern? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich laufe kurz runter. Okay, gut. Ich würde sagen, so dann crafte ich mal eine Tür. Was hältst du denn davon? Damit wir nicht ständig Erdblock bauen müssen. Ich finde, also jetzt, wo wir die Verseuchung so weit zurückgetrieben haben, können wir uns schon so einen Luxus schon mal leisten. Also hier unten ist noch ganz viel Eisen übrigens, ne? Ah, sehr gut. Ja, das sehe ich nur nie. Ich bin halt blind. Ja, Orientierungssinn. Ja, ich bin blind und habe keinen Orientierungssinn. Du hast mich gut zusammengefasst. Was ist denn hier? Aha, da. Ich vertue mich auch mal im Gang. Dafür bin ich fleißig und lese viel mehr Kommentare, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß. Oder vielleicht ist es gar nicht so das Lesen, sondern ich probiere die Sachen dann halt auch aus. Ja, ich probiere es halt dann nicht aus. Ich merke es mir nur vor und dann kommt sowas raus wie bei Sky Factory, ne? Da haben wir nämlich gesagt, ja, lasst mal Ziele geben, was man auch machen können von den Mod-Inhalten. Und so, ja, macht mal Blood Magic und hier Boss und dies und das, ne?
Und dann sind wir so da. Ja, und dann sind wir da, also ich habe dein Tutorial dazu angeguckt und dann bin ich halt so da. Dann bin ich halt so da und dann so, ja, okay, lass mal so die Anfänge machen. Hab schon die Insel gebaut, wo ein Blood Magic drauf war. Und dann so, oh, der Bot ist ja gar nicht im Modpack drin. Oh, das ist nice. Ja, das ist mit einer Folge. Dafür haben wir Blood Magic und brauchen dafür einen Rubin statt einen Diamanten, genau. Und wir brauchen ein Erz, das irgendwie unglaublich schwer abzubauen ist. Also von wegen, weißt du, Blood Magic wäre halt wirklich, wenn wir Blood Magic weit genug feiern, könnten wir hier rumlaufen, müssten uns keine Sorgen mehr machen. Aber bis wir mal überhaupt anfangen können, viel Spaß. Ja. Ist nicht so leicht. Nee, ich meinte ja nur einfach so mittendrin, oh, der Mod ist gar nicht. Deswegen so manche Kommentare, ne? Ich habe manchmal die Motivation verloren, die auszuprobieren. Ich bin halt motiviert, weil das so eine richtige Herausforderung ist. Ich wurde schon lange nicht mehr so gefordert wie hier drin. Also Vanilla-Rezept hast du gesagt. Vanilla-Rezept. Ich guck mal zu. Das reicht ja, wenn wir eine machen, ne? Ah, ja, doch, die funktioniert. Sieht doch so aus. Ja, man kann halt nur nichts mit abbauen. Craft ja, das mal. Ist irgendwie schon lächerlich. Zack. So. Achievement gekriegt. Abgeben. Jetzt gehe ich das Ding mal ab. Ja, Moment. Das ist bei Geologist Open. Nee, Instructor ist das. Echt? Completed, genau, hier. Open. Zack. Ah, da. Claim Reward 3. Nice. Dim, dim, dim. Jetzt wieder was freigeschaltet. Harvesting Gold. Kann man machen, indem wir eine Bronze-Pickaxe machen. Aber die brauchen wir wahrscheinlich erst aus der Copper-Pickaxe. The problem is that Iron Picks. You'll need. Just, but. You'll need a smeltery to melt copper and tin to make it. Ja. Okay. Wir die nehmen aber jetzt hier. Um Bronze zu machen, müssen wir aber Copper und Tin haben. Und dann müssen wir es aber wieder ausgeben irgendwie. Das heißt, auch dafür brauchen wir. Jetzt sind wir wieder in dieser Endlosschleife drin. Ja. Selbst wenn wir Tin finden würden und abbauen können, weil es ein Soft Metal ist, können wir es nicht gießen. Also die Lösung, die ich jetzt hätte, wäre folgende. Also das nächste Mal, wie wir weitermachen. Wir müssen ein weiteres Copper noch finden. Dann müssen wir das in die Smeltery reinhauen und dann einen Block rausgießen, damit wir neuen Copper Ingots kriegen, weil Ingots können wir nicht gießen, weil wir noch keine Casts haben. So. Ja. Und dann könnten wir uns diese Copper-Spitzhacke craften. Das wäre kein Problem. Aber wenn wir eine Copper-Spitzhacke haben, können wir auch wieder einschmelzen, theoretisch. Und mit dem anderen Copper, falls wir Tin noch finden. Tin müssen wir auch noch finden. Aber warte mal, vielleicht gibt es hier irgendwo Tin. Habe ich irgendwo Tin hier gefunden? Aber das Problem ist ja, dass Aluminium, damit wir überhaupt etwas gießen können. Das ist quasi der Fall, an dem wir gerade nicht rumkommen. Und dafür brauchen wir Gold, Hard Metal oder Aluminium, Hard Metal. Und das ist der Punkt, an dem ich gerade nicht weiß, was hier zu tun ist. Ja. Also ich sehe hier gerade nichts. Weißt du was, lass einfach mal markieren und jetzt doch mal losgehen mit der Kunden, weil da gibt es easy Punkte zum Einsammeln. Komm. Und hier ist auch noch Lead Ort, auch Hard Metal, ja. Ich würde wirklich jetzt einfach scouten gehen. Vielleicht finden wir irgendwie ein Golderz oder sowas. Würde ja schon reichen. Einen Cast herzustellen. Und sobald wir den Spitzhacken-Cast haben, haben wir das Spiel geschafft. Ja, ich würd nur ganz kurz erstmal schnell hier die Wegpunkte überall machen. Ne? Das heißt. Meine Idee, wo ich hingehen wollte, wenn du zum Tempel, da können wir uns ja hinporten, und dann ist da weiter unten rechts, das ist schon aufgedeckt auf der Karte, zumindest bei mir, so sieht aus wie ein Wasserfall und da so ein Baum und da drum ist grün. Ja. Und das finde ich ziemlich sexy, dass da grün ist. Und vielleicht können wir da neue Pflanzen gewinnen oder so. Ich würde sagen, wir teleportieren, gehen zum Tempel und laufen runter zum Fluss, nicht über die Gebirge drüber, weil das Gebirge dauert ewig und du bist die ganze Zeit verdingst. Und wir schwimmen dann den Fluss entlang rein. Genau das hätte ich auch vorgeschlagen. Sehr gut, dann machen wir das so. Okay, ja. Brauch nur noch ein bisschen Essen für den Weg. Ja, ich habe sehr geil. Es gibt noch Brot, das nichts bringt und Toast, der nichts bringt. Ich nehme einfach mal beides mit. Kannst auch ein bisschen was haben? Ich habe noch drei Balken. Da. Oh, das habe ich noch have not eaten recently hier, das Toast. Boah, geil. Du Glücklicher. Ich habe das nicht mehr, den Luxus. Und dann würde ich sagen, schlafen gehen und los geht's. Ja, auf geht's. Gut. Und genug gerüstet sind wir. Ich werde wahrscheinlich auf dem Weg verhungern. Also ich schätze mal, den Weg dahin der Folge schaffen wir noch. Wir sind bei 14 Minuten. Ja. Ein bisschen kriegen wir noch hin. Und dann jetzt, go. Porten. Achso, Porten, genau. Entschuldigung. Marble Shrine heißt das Ding. Okay, ich bin dort und werde nicht direkt angegriffen. Das ist sehr cool. Ja, und dann würde ich sagen, Karte gucken, sind wir richtig und dann geht's senkrecht nach unten. Auf geht's, komm. Ja, los geht's. Die Richtung war das, ne? Oh, da ist nichts. Okay, los geht's, ja. Ich sprinte jetzt noch gerade mal. Nicht sprinten, ich sprinte nicht. Ich bin noch well fat, 27 Sekunden. Ich denke mal, dann zieht das auch Hunger trotzdem ab. Ja, es sieht trotzdem Hunger. Ich wurde einfach vergiftet, dankeschön. Ah, Freude.
Boah, der Wasserfall. Oh, links von dir, links von dir, links von dir. Ja, da ist irgendwas, das sieht richtig. Okay, ich sprinte auch. Ja, es ist ein Schaf. Nee, nee, da ist irgendein Gegner mit Bogen. Ja, jetzt sehe ich den. Soll ich ihn abschießen? Weiß ich nicht. Ich gehe auch mal schnell ins Wasser. Okay, Schafe kommen noch dazu. Das war mir gerade ein bisschen zu scharf gerade. Vor allem, weil ich... Wir müssen gerade den Wasserfall noch hoch, ne? Ja. Oh, hier ist ein... Oh, geil! Ich habe gerade das Leder und hier sind Kühe gestorben. Ganz viele. Ja. Massenweise Kühe. Ich hole mir mal schnell alle. Ja, dann sammeln wir mal schnell ein. Da ist doch richtig viel Fleisch auf dem Grund und alles. Das ist ja wie Weihnachten. Liegt bei dir auch immer Fleisch auf dem Boden an Weihnachten? Ja, nee, aber schöne Geschenke. Okay. Die Squids können wir eigentlich auch töten. Ich meine, die droppen Kalamari, oder? Ja, tun sie. Aber ich wollte jetzt erstmal nach oben schwimmen. Ich habe noch 4 Hungerpunkte. Das ist halt nicht so geil. Ich habe 2,5. Du bist einfach schon drauf eingestellt. Du bist so richtige Give-a-fuck-Stimmung so. Ja, ich fange hier eh noch. Mal wieder. Es kann man so leicht, hier das Ding hochzuschwimmen. Hat Kalamari gedroppt? Ich bin gleich oben. Yay. Es geht, ich bin gleich oben. Hoffentlich gibt es einen Wegpunkt. Silverwood Tree haben wir wieder. Und sicher auch Pflanzen, oder? Ah, ja, Shimmerleaves. Sehr schön. Und oben eine Thumbcraft-Pflanze noch. Sehr schön. Ah, wenn ich's... Hä, was ist denn hier? Hier ist ein Lever. What? Hier ist ein Hebel. Soll ich da dran ziehen? Und dann explodiert gleich was. Soll ich mich trauen? Warte kurz, wo ist denn der Schalter überhaupt? Ja, du musst ein bisschen weiter runterkommen. Ach so, da. Ja, drück mal. Mal gucken, was passiert. Warte, ich esse schnell was. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich drück mal drauf. Ja. Mal sehen, was es ist. Krass! Krass. Ach, komm runter, Alter. Wie geil ist das denn? Das ist eine geheime Höhle. Oh, what? Oh, what? Alter, wie edel. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, hier kann man jede Menge Zeug mitnehmen. Ich würde mal sagen, alles einpacken. Ja. Hier sind auch von Thaumcraft jede Menge Essenzen und so. Und hier ist auch eine Inscription Table. So heißt es doch, oder? Oder Research Table. Ja. Ja, alles. Und Botania-Blumen sind sicher auch gut. Auf jeden Fall. Auranotes. Auranotes sollte man in Ruhe lassen, oder? Warte mal kurz. Ich mache mal kurz hier einen schönen Screenshot fürs Thumbnail. Das sieht zu geil aus. Ja, gut. Also man kann auch wohl offenbar ziemlich gute Verstecke hier finden. Ja, gibt's anscheinend auch. Schön. Ja, ich baue mal alles ab hier. Wer auch immer hier gelebt hat, erlebt jetzt nicht mehr hier. Ja. Soll ich immer die ganzen Thumbcraft-Dinger hier mit? Oh, da waren sogar noch Bücher und Stuff drin. Geil. Vielleicht finden wir hier in der Laterne... Warte, ist hier vielleicht... Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn hier quasi so Literatur wäre, die irgendwie zu gebrauchen wäre. Geil, eine Lampe. Das ist so ziemlich das, was wir brauchen, ey. Ja, und hier nochmal eine Ethereal Bloom. Boah, hast du mich erschrocken, Alter. Auf einmal ging das Licht aus. Hätte gar nichts gemacht. Ich bin so zusammengeschrocken. Ah, was? Oh Mann, ey. Krass. Day Blooms von Botania habe ich auch noch 12 gekriegt. Ja, also die Clay Cover und so, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das können wir hier lassen. Aber kleines Problem, oben ist auf jeden Fall was, wo man hin kann, aber das Problem ist, wir müssen das laut Quest noch gar nicht erkunden. Ja gut, aber wir können ja trotzdem hoch, oder? Ja, können wir gerne. Also wir kriegen dadurch keine Punkte. Ja, das war auch gar nicht meine Absicht, ich hatte das halt einfach gesehen und fand's cool. Okay. Das ist ein Waypoint, habe ich gerade gesehen, oder? Ah, ne, hier ist halt schon so ein Teleporter, ein Beacon, aber das Problem ist halt, wir brauchen es halt trotzdem noch nicht. Ja, das ist ja egal. Ich meine, Erkunden ist Erkunden. Das ja, wäre jetzt kacke, wenn der nicht freigeschaltet ist. Ah, da ist freigeschaltet. Hier, Transport to Waterfall Lake is now unlocked. Sehr geil. Und sogar noch eine Blume, die hast du gar nicht mitgenommen. Ja, ich habe sie noch nicht mitgenommen. Ich habe erstmal alles stehen gelassen. Okay. Ja, cool, dann würde ich sagen, Loot zurückbringen und dann können wir vielleicht von hier aus ein bisschen... weiter erkunden oder so. Ja, ich würde mal sagen, mal in der nächsten Folge. Die Folge war sehr action- und erkundungsreich. Das war und dann, echt ein Highlight. Ja, machen wir einen kleinen Cut, wir sind bei 20 Minuten. Wir sehen uns, bis demnächst, lass gachen und dann erkunden wir es weiter. Und tschüss. Tschüss.